Wieder mal fertig. Ach, wenn nicht nur jedes Mal das Treppensteigen wäre. Ja. Fertig ist der Nubelhubel. Ja, du hast auch fleißig mitgemacht, ne? So, mal gucken, ob er auch das tut, was er soll. Erstmal Rücklicht, genau. Mit Schultief, 25 mA in der Einstellung und gleichzeitig auch noch ein Bremslicht. Ja, jetzt, wenn ich die Bremse ziehe, müsste das ein bisschen heller werden. Was haben wir noch? Ja, das ist vorbei. Tja, Frontlicht brauchen wir noch. Da geht noch nichts. Weil wir erst den Bedini zufahren müssen. Gut. Ja, Frontlicht geht über den Lüfter. Vom Controller sozusagen, und was soll's anders sein? Danke an die VEB Bastelbude. Echt genial. Klappt ganz gut, 25 Ampere Transistor, ordentlicher Vorwiderstand und 260 Ohm Drahtpotti mit einem extra Turboschalter noch, der dann das Potti überbrückt. Und die LED-Version habe ich natürlich genommen. Somit kann man nämlich auch das Ding einschalten. Also 1 Ampere zieht es jetzt auch, wenn hier 4,5 steht. Und ja, wie es dann im Fahren aussieht. Ja, ich brauche beide Hände zum Fahren. Muss ich mich dann mal filmen lassen. Hört ihr's? Heute ist der 23.07. Nacht auf den 24.07. Also, mich freut es schon mal, weil es scheint, dass es hier noch einige andere gibt, die wissen, dass heute Silvester ist. Ich bin total gerädert. Heute Silvester, Nacht vom 23.07. auf den 24.07. laut dem Maya-Kalender, aber ich glaube, jetzt ist für mich endgültig so wirklich die Zeit, eine neue Zeit zu beginnen. Und ich feiere da jetzt Silvester einfach mal mit. Im ersten Quartal kommt dann die Fernsehzeitung sozusagen, wo ich mir angucken kann, was es alles gibt im nächsten Jahr. Im zweiten Quartal wird dann sich rausgesucht, was man gucken will oder was man machen will. Und dementsprechend bereitet man sich vor, ne, sucht die Teile zusammen und so weiter. Im dritten Quartal geht es dann ans Machen im Frühling. Ja, da wird dann getan, und um die Zeit jetzt eigentlich sollte gefeiert werden. Ja, dieses Jahr hänge ich ein bisschen hinterher, weil fertig geworden bin ich ja jetzt erst so richtig. Oh, und da ist er. So schaut er von vorne aus. Okay, also gehen wir das Ding nochmal durch. Die RMF-Schaltung hat wunderbar ausgehalten bei Normallast, und auch wenn ich hier den Turbo-Knopf gedrückt habe, hat sie ordentlich ausgehalten. Das Ampermeter zeigt mir immer noch so 3,5 bis 4 mal mehr an, als eigentlich ist. Da muss ich den Schaltwiderstand noch einstellen. Also bis 20 Ampere ging das Ding hoch. Heißt, für mich im Normalfall hat er eigentlich nur 6 Ampere gezogen. Ja, naja gut, wenn es ein 24 Volt Motor und ist mit 14 Ampere angegeben bei 250 Watt, und hier gehe ich ja mit 20 Zellen in Reihe
rein. Ne? Also wäre eigentlich im Optimalfall so 24, 25 Volt. Jetzt habe ich durch den Re-EMF aber noch ein paar Verluste. Und da habe ja mindestens zwei Dioden da drin hängen. Eine mindestens, ne? Also sagen wir mal, eine Zelle kann man schon mal wegrechnen. Und dann macht der Vorwiderstand, geht ja auch noch ein bisschen was runter an Spannung. Also setze ich jetzt mal meine allerletzte Zelle rein. Die hatte ich jetzt ein halbes Jahr an der Klolampe gehabt, die 5 in Reihe. Sind immer noch bei 1,3 Volt, obwohl ich normal Stuhlgang hatte, sagen wir es mal so. Und die werde ich jetzt noch hier mit reinsetzen dann. Dass wir auf 21 Zellen kommen insgesamt, dass wir an die Kotzgrenze bringen können. Unterwegs war ich jetzt trotzdem schon ganz schön flott. Ne, auch wenn ich nur so 6-7 Ampere gezogen habe bei 24 Volt, bin ich hier mein kleines Bergchen, die kleine Anhöhe, in ordentlichem Tempo hochgestrampelt. Ne, okay, man muss natürlich trotzdem immer noch zusätzlich treten, aber im Verhältnis zu vorher, die Geschwindigkeit, mit was man da dahin radelt oder die Berge hinaufkommt, ist schon etwas höher. Na gut, mal gucken, ob wir es live noch mit drauf kriegen. Gehen wir es erstmal nochmal die Reihe durch. So, fangen wir nochmal ganz hinten an bei dem Gimmick mit dem Rücklicht. Dafür ist jetzt praktisch hier diese Batterie verantwortlich, nur diese einzelne. Das eine, die hat 4 Amperestunden, die anderen haben so 3,5 oder 3 Amperestunden. Hat den Sinn, ne, dass die 4 Amperestunden Batterie natürlich am längsten hält. So, jetzt zieht das hier, so wie es hier ist, zieht es 25 mA und hier seht ihr es schon, das ist so eine VEB-Wicklung. Und geht ganz gut dafür. Ja, 25 mA im normalen Rücklichtmodus. Und wenn man dann das Bremslicht anschaltet, da zieht es dann 100 mA. Ja, also nonstop mit Bremse sollte man nicht draußen rumfahren. Da ist dann echt an der Kotzgrenze, also bei 1,3 Volt und 100 mA, ne, wie gesagt. Also wird die LED dann wahrscheinlich mit 2,63 Volt richtig hell leuchten. So, die Ansteuerung ist ja ganz simpel. Der normale Ferrit, ein Transistor und das war's. Kein Vorwiderstand, kein nichts und dann nur noch die LED. Stimmt, eigentlich nur noch ein Ferrit. Die Wicklung und die LED. Die drei Dinge braucht er. Und dann könnt ihr. Eine Diode habe ich noch dran. Haha, na klar, eine Diode an Minus. Zeige ich dann gleich im Schaltplan. Die wird dann einfach überbrückt durch den Schalter dann bei der Bremse. Hier ist er jetzt. Und ja, dann sind das 4 Bauteile. Ne? 4 simple Bauteile. Und dürfte ewig halten. Dürfte. Wie gesagt, Langzeittests stehen aus. Aber wie gesagt, bisher toi toi toi. Das hat alles funktioniert. Das mit dem Vorderlicht ist jetzt so gelöst worden, dass ich diese Batterien hier, 1, 2, 3, 4, 5, in Reihe nehme als Grundversorgung. Die speisen meinen Bedini. Also die speisen den Bedini, die 5 Stück. Der Bedini haut Spannungsspitzen raus, die leider nicht ganz reichen, um 24 Volt LEDs zu betreiben. Deshalb werden die Spannungsspitzen nochmal hier hinten über diesen 12 Volt Pack. Ne? Diese ganzen Batterien, es sind 11 Batterien hier, gut, kommen wir auf 13 Volt, also auf diesen 13 Volt Batteriepack wird es vom Bedini aus nochmal eine Reihe drüber gehauen. Ja, da haben wir hier diese Back-EMF-Pulse vom Bedini, diese Grundspannung von 12 Volt, die sowieso schon da ist. Und dann sieht das, wenn ich hier den Bedini natürlich anschalte, ne, muss ich mir mal noch einen Schalter ranbasteln. So, jetzt. Ja. Und dann schaut es so aus. Hat auch noch einen kleinen Nebeneffekt. Normalerweise sollte es ja eine rollende Disco sein. Und wenn ich jetzt hier meine Komplettbeleuchtung anschalte. Jetzt nicht.
Eins. Tschüss. Jetzt geht's. Warum denn das? Ah, das ist echt komisch. Jetzt, wo ich das den Jungs nämlich vorführen wollte, hat das Ding nonstop gerödelt. Ah, vielleicht liegt es daran. Nee, daran liegt es auch nicht. Tschüss. Jetzt geht's. Komisch. Naja. Vorführeffekt. So, man kann dann natürlich... Ach, so wollte ich es haben. Genau. Jawohl. Ha, jetzt ist es so, dass die Back-EMF-Pulse nonstop irgendwie das Mikro hier hinten ansprechen. Ja, das Einzige, was ich davon mit hier vorgelegt habe, sind natürlich die Drähte hier zum Schalter. Aber damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, dass das so sein soll. So, aber dass der Modus, wo war es denn? Hier. Ach ja, das war der No-Party-Modus sozusagen, ohne Licht. Ach, okay. Muss ich mir selber mal eine Bedienungsanleitung dafür schreiben. Ja, das war die Belüftung und das Licht gewesen. Und der Rest ist eigentlich stinknormale Re-EMF-Technik. Ne? Re-EMF basteln, anstatt dass am Ausgang ein Batteriepack ranhängt, hängt halt hier euer Motor dran, den ihr halt habt. Ja, mehr ist es nicht. Ne? Die Bauteile natürlich so bemessen, dass es aushält. Ach, bei mir habe ich jetzt wieder alles vergossen. Ja, jedenfalls zwei Dioden habe ich eingebaut, die bis 45 Ampere aushalten. Und eine, die 10 Ampere aushält. Die praktisch die Freilaufdiode über die Batterien ist, ist die 10 Ampere Diode. Und die zwei anderen Dioden, einmal die Diode, die vom Kollektor den Transistor wegschaltet, den Strom vom Kollektor praktisch schaltet. Und die... Diode, die die eigentliche Last dann durchschaltet, die habe ich höher ausgelegt als gebraucht. Ja, und der Transistor, wie gesagt, ich habe noch einen 25 Ampere Transistor gefunden. BUWAW, irgendwas, schlag mich tot. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wie die Bezeichnung war. Und jetzt kann ich noch nachgucken. Ach, da schau her, ich kann nachgucken. Oh, Moment. Ihr findet raus, welcher Transistor das ist. Seht ihr irgendwas? Uiuiui, das wird kompliziert. Aber so ungefähr BU2527AW, ne? Ja. Mal schauen, ob er dann auch den Volllastbetrieb aushält. Gut, das war es jetzt erstmal von der Vorstellung hier. Wie der Sound hier hinten klingt, kann ich euch das nächste Mal vielleicht noch zeigen. Ansonsten sag ich mal Danke an John Bedini und René Reinders und Frank Lippold und in VEB Bastelbude und wie sie alle heißen, die daran mit beteiligt gewesen sind, dass ich so weit gekommen bin. Ja, und jetzt können wir, ja, das war einer meiner letzten Schaltungen, an der ich verzweifelt bin, mit 555 Timer. Also, so, ab jetzt ist das Zeitalter angebrochen, wo wir mit Schwingkreisen hantieren können. Ja, also, ich habe gar nicht erst angefangen, den Strom kontrollieren zu wollen, damit er immer genau das macht, was ich will. Ne? Mir reicht so genau wie nötig, anstatt so genau wie möglich. Auch wenn das jetzt vielleicht so aussieht, als ob ich absichtlich eine Alternative dazu gesucht hätte, um diesen 555-Timer herumzukommen. Nee, ich habe wirklich keine andere Wahl gehabt. Ich habe Schaltungen laufen gehabt, die ich mir original neu gekauft habe. Ne? Die sind ein Stück lang gelaufen, dann waren sie kaputt und reparieren, hat noch nie geklappt. Ne? Selbst wenn ich da selbst versucht habe, den MOSFET auszuwechseln, hat das Ding danach was anderes gemacht als vorher. Ja, und solche Ansteuerungen aus dem Internet, auch solche ganz einfachen, sowas zum Beispiel, ja, das hat bei mir erst recht nicht funktioniert. Ne? Also drei komplette Tage habe ich damit verbracht. Ich habe schon gedacht, juhu, Elektroatze hat ja so einen Plan rausgebracht, da wo ich mir den Plan dann angeguckt habe, habe ich auch gesehen, dass da ein elektrisches Bauteil mit mehr als vier Beinchen dabei gewesen ist und
Ja, es gibt Leute, die haben Phobien vor Sachen, die mehr als vier Beine haben. Tja, mit der Schaltungstechnik ist es jetzt möglich, sowas zu bauen, ohne Dinger mit mehr als vier Beinchen. Juhu! So, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. So, nur mit einer Hand. Okay, das geht schon mal. Jetzt drehen wir auf. So, geht auch. Hier ist der Turbo. Juhu! Okay, also, um Musikanlage im Garten zu fahren, reicht auf alle Fälle. Ihr seht hier, ich habe jetzt ein Turbo gedrückt, immer noch 17 Ampere, das heißt, er zieht keine 5, 6 Ampere zieht er. Maximal 6 Ampere, 7 Ampere. Moment, hier drüben ist noch ein Schalter. Alter, Moment. Gut. Batterien wieder laden. Okay, eine Zelle ist noch irgendwie nicht so fit. Waren wir schon bei über 8, 9 Ampere. Aber zum Dahi kleiden und die Musikanlage dahin bringen, wo man sie haben will, reicht's. Hier. Geht ab! Goss! Okay, genug.